Hallo? Jetzt. Ja. Besser. Ich wollte euch eine Geschichte von zwei Personen erzählen, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Die da heißen Keiner und Niemand. Die sind euch bestimmt auch schon oft begegnet. Die sind sehr unterschiedlich. Überall. Letztens im Supermarkt zum Beispiel. Vor dem Joghurtregal. Da war da so eine kleine Pfütze. Da lag auch ein offener Joghurtbecher. Und dann kam irgendwann mal eine Verkäuferin vorbei. Also diese Joghurtpfütze sah aus wie eine kleine Milchstraße im Mini-Format. Ne? Und irgendwann kam eine Verkäuferin vorbei, rutschte dann fast aus. Und da hat sie es erst bemerkt, dass das da überhaupt. Und wer war's? Wer hat den Becher fallen lassen? Keiner, ne? Und wer hat's gesehen? Niemand. Ja. Dann gibt es noch die Situation im Baumarkt. Weil der liebe Ehemann ja keine Zeit hat, sich dort umzugucken, gibt er seiner Ehefrau einen Zettel mit und schreibt auf, was sie kaufen soll, damit sie auch das Richtige bringt. Denn als Frau kennt man sich ja nicht so aus mit Werkzeugen und dergleichen. Ne? Und dann ist man dann so auf der Suche nach einem Mitarbeiter, der einem da weiterhelfen kann. Und versucht sich so durchzufragen, wo der entsprechende Kollege ist. Ja, die Antwort? Keiner weiß darüber, wo der Mitarbeiter sich jetzt gerade mal auffällt. Und niemand hat ihn irgendwie gesehen. Und dann gibt es noch eine schöne Situation. Im Kaufhaus. Also, dazu eine Vorgeschichte. Demnächst ist ja Silvester. Und zur Silvesterparty braucht man ja ein schönes Kleid, wenn man mit dem Ehemann ausgehen möchte. Ne? So, und gerade just zu diesem Anlass hat man nichts im Schrank. Ja, einfach unfassbar. Also setzt man sich ins Auto, fährt in die Stadt, ins Kaufhaus. Und da sieht sie schon das begehrte Objekt. Das sieht sie schon vor sich und stürzt drauf los. Und nimmt es aus dem Ständer. Und ab in die Kabine. Ja. Sie versucht dann... Oh, nein. Das kann jetzt nicht sein. Letztes Jahr war es noch die 38. Aber dafür gibt es auch eine Erklärung. Es sind die Mondphasen der Frauen. Das ist immer dieses Ab- und Zunehmen. Das ist einfach... Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Frau ist stolz, sie muss da reinpassen. Wie auch immer. Also ruft sie den Mann zu Hilfe, der ihr dann tatkräftig mit Hilfe eines Schuhanziehers ins Kleid hilft. Und dann ist das zweite Problem, den Reißverschluss zuzubekommen. Ne? Ja, und siehe da, er zieht und zieht und auf einmal, ratsch, da war's. Sie guckt ganz betreten. Okay, Kleid nehmen, wieder hinhängen. Ja? Und dann kommt die nächste Kundin und möchte auch dieses Kleid haben. Guck, so ist das kaputt. Ja, wer war's? Keiner. Und niemand hat gesehen, wie es passiert ist, ne? Genau. Ja. Und zu Hause passiert eben das auch. Da gibt es auch immer keiner und niemand, streiten sich auch in den heimischen vier Wänden rum. Wenn man sich zum Beispiel vornimmt, sich einen schönen Abend zu machen, hat alles eingekauft, Chips, Schokolade, Pralinen, ja, denkt man. Die Bestandsliste hat man jedenfalls geprüft, ist alles da. Dann ist der Samstag dran, man möchte alles zurecht machen, guckt in den Schrank, ja, und schaut ins Leere. Ja. Da waren wohl die lieben Kleinen am Gange, oder... Oder es waren keiner und niemand. Ne? Ja. Und letztens im WDM, als ich da so in meiner Bücherecke saß, zum Beispiel, auf einmal bin ich aufgeschreckt von einem Geräusch. Da ist eine Kaffeekanne runtergefallen. Da war dann ein
ein Scherbenhaufen. Ich schaue hin. Wie ist denn das passiert? Ich habe nachgefragt. Keiner war's und niemand hat's gesehen. Also, ich hatte keiner und niemand den Kampf angesagt. Also, wenn ich die beiden mal erwischen sollte, ja, die können echt was erleben. Ja? Und dann muss ich noch eine Erklärung abgeben. Zu dieser Geschichte hat mich keiner und niemand gezwungen.